Ja, lieber Roman, du wolltest das Wort ergreifen. Bitte schön. Danke, lieber Sepp. Heute möchte ich mal für zwei Menschen, die sich sehr löblich für die Bewegungen all die Jahre eingesetzt haben, eine Partei ergreifen. Denen wurde das Leben zerstört von der Justiz, von unserer Exekutive und Judikative. Es sind Aktivisten, der eine und die andere, das ist eine Rechtsanwältin. Eine der wenigen Rechtsanwältinnen, zum Beispiel neben auch den Herrn Roman Schießler, die sich für uns alle ja sehr löblich eingesetzt haben, wenn wir mal in Not geraten sind. Und ich fange mal einfach mit den Aktivisten an. Ich möchte einfach mal Neuigkeiten erzählen über Darian H., wie es mit ihm jetzt weitergegangen ist. Viele von euch kennen ihn ja. Er ist ja damals, wo unser großartiger Friedens- und Freiheitsrufender Max von der Polizei hier auf diesem Platz misshandelt wurde, später auch Darian H. festgenommen wurde. Bei der Gerichtsverhandlung konnte er eindeutig beweisen, dass er unschuldig war, dass er nicht am Tatort, die ihm zur Last gelegt wurde, anwesend war. Es gab ja dazu ein Beweisvideo. Und dennoch wurde er dann dadurch zu Unrecht verurteilt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sein Anwalt hat sich ja auch nicht gerade löblich für ihn eingesetzt oder so, wie es es sollte. Hat es einen guten anderen Anwalt bekommen. Dieser jedoch kann sich ihm jetzt noch nicht ganz annehmen, weil der Richter bis dato noch immer es nicht zustande gebracht hatte, ja, dieses Urteil weiterzuleiten. Die Neuigkeit, auf die ich hinaus will, ist diese. Darian H. hat ja einen Beruf ergattert. Welchen Beruf will ich jetzt hier nicht nennen, das tut ja jetzt nicht zur Sache. Aber er wurde jetzt wieder gekündigt, entlassen, weil er jetzt in laufenden Berufungsverfahren ist. In der ersten Instanz natürlich zu Unrecht, zu schuldig gesprochen. Und durch dieses laufende weitere Verfahren hat er einen sehr gut bezahlten Job verloren, mit dem er auch erhofft hatte, neben den Spendeneinnahmen, die er möchte sich auch recht herzlich dafür bedanken, eingegangen sind, sich dies finanzieren könnte, denn der neue Anwalt kostet ja auch was. Somit ist er jetzt wieder arbeitslos anhand eines Verfahrensfehlers, so will ich es doch einfach einmal nennen, ja? Wir müssen ja alle Diplomaten sein. Ja. Die, was jetzt das Video sehen, die haben ein bisschen einen kleinen Vorteil. Ich blende jetzt da nochmal eine Kontonummer ein. Es wäre doch geholfen, ihm zu helfen. Die Leute hier Anwesenden haben sich schon sehr reichlich daran mitbeteiligt. Das ist einfach eine tolle Gruppe, in der ich da unter euch bin. Ja, kommen wir zum nächsten Fall. Gestern habe ich erst von dieser Dame gehört. Ich kannte sie vorher nicht, da sie aus der Steiermark ist. So klein ist Österreich auch wieder nicht. Eine Rechtsanwältin, eine Frau Dr. Deutsch, wurde vor 2, 3 Tagen, schätze ich einmal, mit einem Einsatzkommando, einer Panzerwagen fuhr vor ihrer Bleibe vor, mit vermummten Beamten, Beamten möchte ich sie auch fast nicht mehr nennen, ja, auf mieseste Art und Weise in aller Öffentlichkeit, wo die Nachbarn das alles sehen konnten, festgenommen. Es wird jetzt sogar davon gesprochen, dass eine Sachanwaltschaft eingespielt wird. Und das ist der nächste Wahnsinn, eine Frechheit. Die Information habe ich durch einen Post auf Telegram von Herrn Dr. Schissler erfahren. Es soll wohl um eine Art Denunzierung gehen, die diese Dame getätigt haben sollte als Rechtsanwältin. Nun, ich weiß jetzt, das muss ich doch zugeben, noch nicht so ganz, um was für eine Art von Denunzierung es sich hier handelt. Es war gestern um Mitternacht, wo ich diese Information erhalten hatte. Da konnte ich Herrn Schießler auch nicht kontaktieren. Das werde ich machen. Aber man spricht besser zu früh als zu spät über Menschen, die in Not geraten sind, anhand einer, ja, falschen Handhabung unseres Justizverständnisses, ja.
obwohl auch ihr alle auch mitgefordert seid, einmal nachzufragen, nachzurecherchieren, zu eruieren, wie es die Polizisten gerne nennen, das Wort eruieren, was es hier wirklich handelt. Ich will damit vielleicht dann Herrn Schießler ansprechen. Aber wie gesagt, man spricht besser zu früh als zu spät davon. Aber so wie meine Erfahrung es oft mir gelehrt hat, ist immer mehr dahinter, als es uns die öffentlichen Medien berichten. Die öffentlichen Medien stattdessen berichten derzeit noch ganz und gar nicht darüber. Da habe ich gestern noch gar nichts gefunden. Die einzige Information geht um den stellvertretenden Rechtsanwalt, Herr Dr. Schießler. Auch hier im Video ein kleiner Vorteil für die Zuseher, werde ich alles einblenden. In der Videobeschreibung unten ist alles verlinkt, wo ihr auch die Links finden könnt und so weiter und so fort. Bitte recherchiert auch selbst nach, fragt nicht immer mich oder andere nach, wenn etwas unklar ist, recherchiert erst selbst nach und wenn ihr da nichts findet, fragt dann erstmal mich wieder nach und wenn ihr dann vorher schon Informationen gefunden habt, die mir gefehlt haben, fügt sie gerne hinzu in der Kommentarzeile. Aber es ist einfach wichtig, dass man Menschen hilft. Es ist ein bisschen ungerecht, dass ich jetzt nur diese zwei Menschen nenne. Es gibt viele andere, ja. Es gibt auch so viele andere Doktoren, die durch Atteste, die sie ausgestellt hatten, noch heute drangsaliert werden, ja. Und somit sollten wir vielen Menschen helfen, bevor es wieder zu einem Suizid kommt. Denn das ist dann oft der Ausweg, den diese Menschen wählen. Ich möchte doch einmal an Herrn Anwey erinnern, der durch diesen Rufmord Anwey, der Herr Anwey, lieber der Clemens Anwey, den Freitod gewählt hatte und viele, viele andere. Ich habe genügend Videos darüber auch schon gemacht. Schaut einfach in meine Videothek rein. Wir müssen zusammenstehen, uns miteinander helfen. Und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, die Kontonummer von Darien H. ist auch noch mit eingeblendet. Man kann auch mir etwas überreichen, ich übergebe es ihm. Der neue Anwalt kostet ja auch was. Und somit übergebe ich wieder das Wort an unseren wunderbaren Sepp. Und der liebe Roman hat also noch einen Nachsatz, den er noch äußern möchte. Bitteschön. Ich wollte noch etwas erwähnen, das habe ich vergessen. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch meinen, ja, das ist alles gerechtfertigt, wie zum Beispiel der Frau Doktor, der Rechtsanwältin Dr. Deutsch. Wenn wir über Rechtfertigungen reden, möchte ich vielleicht einmal das Beispiel Deichtmeister wiedergeben, ja, wo nachweislich 55.000 kinderpornografische, ja, Fotos und Videos auf seinem Laptop gefunden wurde, ja, der nachweislich mit 110 Gramm Kokain erwischt wurde, ja. Ich würde mal sagen, dieser Deichtmeister, ein Pädophiler, auch wenn er vielleicht nur Fotos drauf hat, impliziert das für mich, dass er viel mehr mit solchen Kindern macht, als wie nur Fotos anzuschauen. Und 110 Gramm Kokain, das ist für mich, wie es die Medien berichten, kein Eigengebrauch. Das nennt man Drogenhandel, ganz klipp und klar, ja. Wenn man in einem Monat 110 Gramm Kokain einziehen, das schauen wir mal an, wie man das durchstellt. Und was unternimmt da die Justiz? Wo kommt da der Panzerwagen her? Das möchte ich mal fragen. Wo wird der festgenommen? Stattdessen werden brave Menschen drangsaliert und das Leben zerstört. Also für die tollen Kommentatoren, die immer so toll unter meinen Videos kommentieren, wie scheiße die meisten Protagonisten, Aktivisten und so weiter und so fort auch sein sollen. Danke sehr für diesen Nachtrag. Ja, hallo liebe Freunde. Wird aus aktuellem Anlass mal wieder Zeit für ein Video. Es geht um die Kollegin Dr. Sabine Deutsch. Wie vielleicht allgemein bekannt ist, wurde sie verhaftet und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Sie wird von mir vertreten und ich bin also befugt und habe das Einverständnis der Kollegin, dass ich mich hier an die Öffentlichkeit wende. Was ist passiert? Am 15.06.2023 um 6.15 Uhr in der Früh ist eine Spezialeinheit, die Cobra, mit einem gepanzerten Wagen gewaltsam auf das
Grundstück der Kollegin, der Mandantin, gefahren, hat ein Einfahrtstor durchbrochen und ist da also ziemlich wild und mit massiver staatlicher Gewalt auf das Grundstück der Kollegin eingedrungen, um sie dann festzunehmen. Dazu muss man sagen, dass die Kollegin eine Frau ist mit ungefähr 1,60 Körpergröße und ob sie 50 Kilo hat, ist, glaube ich, eher nicht. Also das heißt, also man verwendet hier derartige Mittel, um eine an sich völlig harmlose, ungefährliche Frau auf diese Art und Weise festzunehmen. Was war der Grund für die Festnahme? Es geht hier um eine Ölmühle, die in den Konkurs geschickt wurde, in äußerst fragwürdigen Umständen. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen, das sehr ertragreich ist, also das hochaktiv wirtschaftet, bei dem die Eigentümerin doch erhebliches Vermögen im Hintergrund hat und ein Konkursantrag der österreichischen Gesundheitskasse mit einem relativ, im Verhältnis zu dem Gesamtvermögen, mit einem relativ geringen Betrag, hat dann zur Konkurseröffnung im Februar 2021 geführt. Und das dauert eben bis heute an. Es soll jetzt in der nächsten Zeit beendet werden, aber in den letzten 2 Jahren fand hier ein Konkursverfahren statt, welches darin gipfelte, dass sämtliche Gerätschaften dieser Ölmühle seitens des Massenverwalters entfernt wurden, Klagen eingebracht werden seitens dieses Massenverwalters, aus denen eigenartigerweise hervorgeht, dass dieses Unternehmen hochaktiv wirtschaftet, also profitabel wirtschaftet. Es werden hier über 10 Monate gerechnet, Erträge von weit über 150.000 Euro eingeklagt und so weiter und so fort. Also ein ganz eigenartiges Insolvenzverfahren, das eben die Kollegin dazu veranlasste, hier gewisse Dinge im Justizbereich zu hinterfragen und einen Amtsmissbrauch in den Raum stellte. Das führte dann zu Verleumdungsvorwürfen und aufgrund dieser Verleumdungsvorwürfe sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft. Ein weiterer Vorwurf sind Betrugsfakten, da ihr Mitte Dezember 2022 auch die Berufsberechtigung seitens der Kammer einstweilig für 6 Monate, das so steht es im Disziplinarstatut im 19 Absatz 4, entzogen wurde und sie eben keine Tätigkeit mehr als Anwältin ausüben konnte, sind trotzdem Beträge eingegangen und hier wird ihr eben ein Betrug vorgeworfen, weil sie eben die Mandanten getäuscht hat und es wird behauptet, dass sie getäuscht wurden, dass sie eben noch als Anwältin tätig sein kann. In Wahrheit sind es, soweit ich das jetzt überblicke, zu 95% Beträge, die Außenstände betreffen bezüglich einer Tätigkeit, die sie vor dem Entzug der Berufsbefugnis erwirtschaftet hat. So, das sind diese beiden wesentlichen Vorwürfe. Sie hängen alle zusammen mit diesem Insolvenzskandal. Und darüber hinaus versucht man sie auch noch zu besachwalten. Es gibt da ein Erwachsenenvertreterverfahren, also der Richter will sie da ständig einvernehmen. Also ein völlig irrwitziges Vorgehen. Ich meine, dass die Frau Kollegin selbst handlungsfähig und entscheidungsfähig ist, ist völlig klar. Ich meine, das kann ich als Rechtsanwalt bestätigen. Ich habe sie mehrfach besucht und mehrfach gesprochen. Also ich sehe da keinen Grund für eine Besachwaltung. Insgesamt muss man hier festhalten, dass wir derzeit in einer Republik leben, in der es nicht opportun erscheint, vor allem wenn man nicht den entsprechenden charakterlichen Unterbau hat, sich gegen offizielles Einschreiten zu wenden. Sei es jetzt dieses Konkursverfahren, wo die Kollegin halt massiv dagegen angegangen ist, oder eben diese allgemein bekannten Krisen, Corona-Krise, Ukraine-Krise, Klimakrise, die alles mehr oder weniger politische Erfindungen sind, um Menschen zu schädigen, um die Gesellschaft zu schädigen, um das wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortkommen der Gesellschaft insgesamt hintanzuhalten. Diese Dinge haben sich in unserer politischen Landschaft eingebürgert und können für den Einzelnen, wie man sieht, sehr gefährlich sein. Ich selbst bin ebenfalls betroffen von mehreren Strafverfahren, die zumindest als äußerst zweifelhaft anzusehen sind. Ja, das ist einmal die erste Information, was die Frau Dr. Deutsch betrifft. Also ich sehe für diese Untersuchungshaft keine Gründe. Ich habe das Vermögen und die wirtschaftlichen Umstände dieses Unternehmens, um das es hier geht, recherchiert. Wie gesagt, es ist hochprofitabel und es bestand nie ein Grund hier zur Insolvenzeröffnung. In diesem Sinne.
Thank you.
Aber trotzdem, mit den Emotionen.